Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was ist momentan bei Waage los, bitte? Waage, Waage, Waage. Zehn der Kelche. Was ist Familie? Was definiere ich als Familie? Zählt da der Onkel noch dazu? Muss ich da die Cousine oder wie Familie behandeln? Was ist meine Sphäre? Wo bin ich glücklich? Wen brauche ich um mich herum, um mich in einer Familie zu fühlen? Reicht mir meine Katze? Oder muss ich da noch eine Partnerin, einen Partner haben? Wenn ich diesen Menschen habe, brauche ich Kinder, um mich in einer Familie zu fühlen? Wie ist das mit den ständigen Familientreffen? Will ich diese Menschen überhaupt noch sehen? Was bedeutet Familie für mich? Was heißt es für mich, wenn ich mit jemandem blutsverwandt bin? Inwiefern muss ich mit diesem Menschen zu tun haben? Was ist mit Menschen, mit denen ich keine Blutsverwandtschaft habe, aber die mir näher sind als Familie? Zählen die dann zu meinem zu meiner Sphäre hier, meiner Sphäre des privaten Glücks? Solche Fragen stellst du dir momentan, Waage. Zehn der Kirche. Was ist für mich so dieses, ich meine schlussendlich, oder das ist psychologisch bestätigt, wir Menschen sind soziale Wesen. Es geht gar nicht, dass man die ganze Zeit ja abgetrennt ist von der Gesellschaft und dann glücklich ist. Man braucht immer irgendeine Interaktion mit anderen Menschen. Okay? Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Regel ist, ein Mensch ist ein soziales Wesen und braucht die Interaktion mit anderen Menschen. Okay? Und für ein glückliches Leben hat man so ein Rudel um sich herum. Man definiert für sich selbst, oder was brauche ich, um mich zu Hause zu fühlen? Und dann baut man dieses Zuhause dann eben auf. Und für dich ist momentan die Frage, was das für dich bedeutet, dieses Zuhause. Wer sollte sonst noch hier drin sein? Wer gehört sonst noch zu meiner Intimsphäre, ja? Die dann zu meinen sozialen Interaktionen gehört, mit denen ich dann zusammen wachse, mit denen ich zusammen lebe, mit denen ich meinen Alltag dann bewältige. Ja, wer gehört da dazu? Wen sollte ich dazu holen? Solche Fragen stellst du dir momentan, Waage. Das Zehn der Kelche hier. Zehn der Kelche gehört auf Maslows Pyramide, ja, in die oberste Stufe. Das Glück, Happiness, okay. Das ist einfach Liebe, Happy, oder das Glücklichsein sozusagen. Zehn der Kelche schaut man sich an, nachdem man alles andere erledigt hatte. Ja, alles andere, was weiter unten in der Bedürfnispyramide ist, das sind Finanzen, das ist Auto, das ist Lebensplanung, das sind Umzüge, die du hattest, ja, Reisen, die du noch machen wolltest, ja, das sind dann solche Dinge. Du scheinst hier eine To-Do-Liste abgehackt zu haben, da alles erledigt zu haben, und jetzt geht es hier um das Sahnehäubchen wortwörtlich, ja? Die oberste Stelle auf dieser Pyramide, Zehn der Kelche. Was ist Familie? Wen möchte ich in meiner Nähe haben? Wen möchte ich in meinem Leben haben? Mit wem möchte ich meinen Alltag teilen? Und so weiter und so fort. Okay? Gut. Ich werde dann hier am Ende, ja, schön dranbleiben, eine Karte von den Krafttiere-Karten ziehen. Okay? Schön dranbleiben. König der Münzen. Hier habe ich Zehn der Schwerter liegen. Ich habe den Eindruck, Waage, dass sich deine Vorstellung von Familie, Beziehung, Familiensphäre, so dieses Gebilde aus mehreren Personen, ja, die dann als Familie gilt, ja, die dann zusammen den Alltag bewältigt, drastisch verändert hat. Ja.
Du hast da deine Ansichten diesbezüglich sozusagen getötet. Die alten Vorstellungen gelten nicht mehr. Du hast seit kurzem, ja, findest du, dass du genau niemanden haben möchtest, nur eine Katze, sonst niemanden, ja, das ist dann deine Familie. Oder von dieser Position ins andere Extreme hast du jetzt in letzter Zeit, in jüngster Vergangenheit gewechselt, ja, wo du dann sagst, nein, ich möchte mehr Menschen um mich herum haben. Ich muss die Kuckuck-Cousine oder wöchentlich sehen, damit ich hier oder das Gefühl habe, jawohl, ich bin in einer Gebilde drin, ich bin in einer sozialen Sphäre da drin, ich interagiere mit Menschen. Okay. Eine drastische Veränderung, König der Münzen hier. Und diese drastische Veränderung wird jetzt dafür sorgen, dass sich deine Wurzeln verändern, dass sich deine Verwurzelung verändert. Du wirst jetzt anders Wurzeln schlagen, du wirst jetzt anders wohnen, anders leben, anders denken, anders dich unterhalten, anders dich ernähren. Ja, wenn du vorher auf dem Sofa da gegessen hast, dann wirst du dich an einen Tisch setzen und da mit anderen Leuten zum Beispiel essen oder umgekehrt. Okay. Nicht etwas, das in Wochen passiert. Das siehst du dann vielleicht in ein, zwei Jahren. Ja, siehst du dann diese Veränderungen, die stattgefunden haben, aufgrund der drastischen Veränderung in deinem Kopf hier. Es gibt, oder Astrologinnen, Astrologen können dir da weiteres dazu sagen. Es gibt dann immer so gewisse Planeten, die dann vorherrschen und dementsprechend entwickeln sich deine nächsten 12 Jahre so und so und so, oder dann kommt eine Zeit, ja, wo es dann heißt, du Waage, ab jetzt, oder das ist jetzt eine schwierige Zeit, die dir bevorsteht in den nächsten 8 Jahren, ja, die schauen dann astrologisch, was da auf dich zukommt, und da müsstest du dich informieren. Was ich hier sehe, ist auf jeden Fall Eintritt einer neuen Zeitrechnung sozusagen, ja, wo du wenn nicht sogar über ein Jahrzehnt Waage, dich neu verwurzeln wirst, neue Werte verfolgen wirst, Familie gründen wirst oder deine Familie neu definieren wirst. Ja, einfach eine andere Art des Familienlebens wirst du hier langfristig in deinem Leben haben. Okay. Muster, Astrologinnen und Astrologen können dir da Auskunft geben. Ja, die schauen so die Sterne an und die sagen dir, ja. Die sagen dir dann, die nächsten 4 Jahre sind scheiße. Ja. Und die nächsten 12 Jahre, ja, gründest du eine Familie. Ja. Sechster Kelche. Du hast da jemanden im Sinne. Ist egal, ob du Mann oder Frau bist übrigens. Das hier sind nur Energien. Okay. Sechster Kelche, es gibt hier jemanden, Waage, mit dem du eine Verbindung wiederherstellen möchtest. Ich habe hier 10, hier habe ich 6, das macht die Turmkarte hier. Ich habe den Eindruck, dass ihr zwei momentan in einer Sackgasse seid, ja, und der Turm, der kündigt sich auch hier an. So wie es aussieht, seid ihr zwei momentan in einer Sackgasse, und es ist so, wie wenn ein Wunder nötig wäre, damit die aktuelle Situation sich komplett verändern kann und dieser Mensch die gleichen Möglichkeiten sehen kann mit dir, wie du, ja, mit ihr, mit ihm hier siehst. Mit 6 der Kelche, der Blick vom König der Münzen hier fällt hier darauf. Mit 6 der Kelche hier sehe ich, dass du hier mit diesem Menschen, mit einer ganz spezifischen Person jetzt dieses Gebilde hier fortführen möchtest, gründen möchtest, ja, organisieren möchtest. Es gibt hier eine spezifische Person, ja, wo du sagst, jawohl, dieser Mensch ist Teil meines Alltags, mit diesem Menschen möchte ich meinen Alltag teilen, mit diesem Menschen möchte ich hier etwas kreieren, etwas erschaffen in Richtung Zukunft. Okay. Das mit diesem Menschen. 9 der Stäbe. Ja. Sackgasse. Hier geht es nicht mehr drüber hier. Ja. Ihr zwei, ihr kommuniziert nicht, und ich sehe es hier sofort. Ja, man sieht es sofort. Man sieht es sofort. Warum? Weil du hier in einer ganz anderen Energie bist wie dein Gegenüber. Also dein Gegenüber vermutet hier das Schlimmste. Dein Gegenüber geht davon aus, dass du fertig bist mit ihr, mit ihm. 10 der Schwerter. Waage denkt nicht mal mehr an mich. Ja. Waage will Großes mit dir umsetzen. Ist das pure Gegenteil von dem, was du vermutest, liebes Gegenüber. Ja. Ich habe den Eindruck, dass dein Gegenüber momentan ziemlich defensiv ist. Ja, und dann wortwörtlich Sackgasse. Momentan ist dieser Mensch hermetisch abgeriegelt.
sieht niemanden, trifft niemanden. Ja, ich sehe diesen Menschen auch nicht sehr viel oder auch andere Leute treffen, auch Freunde oder ähnliches, okay. Mit 9 der Stäbe, siehst du hier, der Blick geht hier direkt in Richtung Turmspitze hier. Mit 9 der Stäbe hier befürchtet dieser Mensch das Schlimmste. Ja, Turmkarte, das Schlimmste, dass hier alles zerstört wird, alle Hoffnungen zerstört werden, alle Träume zerstört werden, dass hier die schlechteste aller Nachrichten noch von dir kommen wird. Ja, mit 9 der Stäbe hier hat dieser Mensch momentan Angst davor zu erfahren, dass jetzt wirklich fertig ist, ja, dass die Vermutungen hier, seine, ihre Vermutungen hier bestätigt werden und dass du hier oder deutlich zeigen wirst, dass er sie nicht mehr Teil deines Lebens ist sozusagen und du vielleicht sogar, sieh mal hier Turm, hier 6 der Kelche, diese zwei Personen, dass du vielleicht, Entschuldigung, dass du vielleicht sogar mit jemand anderem jetzt diese magische Verbindung hast, die ihr zwei in der Vergangenheit hattet. Okay. Nein, der Münzen. Ja, das war auch dein Gegenüber. Okay. Es findet hier schon bald Kommunikation statt. Ich habe hier bei deinem Gegenüber, habe ich hier 9 der Münzen liegen. Es könnte hier ein bisschen schwierig sein, dass dein Gegenüber Waage jetzt nicht gerade in einem Modus ist, wo er sie Familie für sich definiert. Okay, wo er sie sagt, ah, ich müsste da was verändern in meinem Zuhause oder da fehlt noch was. Das ist bei deinem Gegenüber nicht der Fall hier mit 9 der Münzen. Das ist dann wiederum, oder man sieht ja bei Indien, bei den indischen, wie nennt man diese? Es gibt diese astrologischen Astrologen, diese vedischen Astrologen, die die Kompatibilität von zwei Personen anschauen. Ich habe dir vorhin erzählt, dass Astrologen dir zum Beispiel sagen können, wie deine nächsten 12 Jahre aussehen. Ja, dass du, oder dass sie sagen, du trittst jetzt in eine Phase, wo es um Familie geht, für die nächsten 12 Jahre. Ja, und ein vedischer Astrologe zum Beispiel macht genau das. Der sieht dann, okay, du trittst in diese Phase und dann schaut dieser Mensch darüber und sagt, okay, dieser Mensch tritt erst im Februar 2024 in eine solche Phase. Ja, kann das dann sozusagen sagen, ich bin hier Kartenlegerin, ich sehe hier jetzt einfach nur, dass dieser Mensch momentan dir gegenüber sehr defensiv aufgestellt ist, okay, mit seinem ihrem Leben soweit zufrieden ist, okay, da gibt es keine Frage nach mehr, keine Frage nach, oder wie definiere ich mein Zuhause, fühle ich mich zu Hause, ja oder nein, solche Fragen stellt sich dieser Mensch momentan nicht, ist hier mit dem Status quo ziemlich zufrieden, wie gesagt, dir gegenüber befürchtet oder in Bezug auf dich befürchtet dieser Mensch das Schlimmste, okay. Eine Krafttiere-Karte für Waage, bitte. Bär, Heiler deiner Seele. Verwunschen, unzugänglich und menschenleer. In den tiefen, weiten Wäldern mystisch rauer Gebirge, wo Flüsse ungezähmt fließen, dort liegt die Heimat des Bären. Mit Mut und Geschick stellt sich dieser Herr des Waldes den Herausforderungen des Lebens, um seine Vorstellungen von einem spannenden Leben voller Abenteuer durchzusetzen. Die Wildnis ist dem Bären heilig. In gebührendem Abstand beobachtet er darin das Spiel des Lebens und dient den Menschen als Bewahrer alten Heilwissens, das er ihnen über Visionen zukommen lässt. Ein Bärenzahn an einer Kette, okay, will ich das vorlesen? Bärenzahn. Nein, das lese ich nicht vor. Hol dir so ein Talisman, ja? So ein Bärenfigur oder so, okay. Was kann dann diese, nee, das ist, da geht es um so Elfenbein, Bärenzahn und solche Zeugs, das mag ich gar nicht, das ist auch gar nicht spirituell. Geht nicht, wir sind hier keine Indianer, okay. Hast du das verstanden, was ich hier gelesen habe? Okay, hol dir so einen Talisman oder so, ja, um eben, schau mal, um seine Vorstellungen von einem spannenden Leben voller Abenteuer durchzusetzen, ja, stellt sich dieser Herr des Waldes den Herausforderungen des Lebens, wenn du das möchtest, Waage, dann hol dir so eine Bärenfigur, Bärenbild, okay, mach's als Hintergrund auf deinem Handy oder so, okay, musst da keinen Bären einen Zahn ausziehen, okay. Aber ich bin glücklich.
gibt solche Leute, ja, die dann sagen, aber ich will die große Liebe finden, gib, oder zieht diesen Bären einen Zahn aus. Ja, ich gehe jetzt Elfenbein kaufen, ich gehe jetzt Bärenzahn kaufen. Das gibt's. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst, Waage, und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich mit diesen Zeitkarten hier schauen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.